Ich würde sagen, wir springen einfach direkt in den Bikeborn. Digga, jetzt ist das Licht ausgegangen. Abfahrt. Willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Es geht heute in die nächste Runde Suzuki RM250. Ich stehe diesmal hier bei mir in der Garage. Wir haben eigentlich alle Teile mal beim Nico gemacht. Ich habe hier das Dekor in der Hand, gedruckt von Dirt Bike Custom Collabo. Dem habe ich nämlich dieses Design hier geschickt. Das ist einer der Dekore, die ich designt habe, in tatsächlich maximal einer Stunde. Das ist ziemlich flott entstanden. Es ist kein Chrom, kein Neon. Wir haben ja im letzten Video schon angeteasert, Startnummerntafel aufgeklebt. Dieses Dekor ist abgestimmt auf das Restyle Kit. Eigentlich sind da ja viel ältere Plastikteile drauf, die wirklich, wirklich alt aussehen. Das verleiht dem Bike auf jeden Fall neuen Spirit und mit dem Dekor wird die Sache nochmal ganz anders aussehen. Aber vorerst wollt ihr das Design hier überhaupt erstmal sehen. Wir wechseln das Bild jetzt einfach einmal zu Schwarz-Weiß. Tatsächlich kann man gar nicht so viel erkennen. Man kann viel erkennen, aber das noch nicht so wirklich zuordnen. Motorrad Ersatzteile 24 dabei, denn mit den Jungs haben wir das Projekt so ein bisschen ins Leben gerufen und gestartet. Von den Jungs haben wir auch wirklich alle Teile bekommen, die wir irgendwie neu gemacht haben. Deshalb an der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön. Hat uns auf jeden Fall mega gefreut, das Projekt mit euch zusammen gestalten zu können. Dann natürlich Motul auf den Gabelschützern. Motul ist eigentlich immer dabei. Und auch auf meiner 300er, wie auch an der 450er auf Sumo. Deshalb darf das natürlich bei der Suzuki auch nicht fehlen. Hier kann man natürlich auch schon ein bisschen mehr entnehmen. Wir haben hier einmal das Heck, wir haben hier einmal die Front. Natürlich designed by. Siege, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Feier ich, aber doch feier ich. Sieht cool aus, ne? Das ist so ein kleines Detail. Stell dir vor, in 10 Jahren wird das Bike verkauft mit dem Dekor. Das wäre geil. Designed by Siege. Ich bin dann so 40 und sehe so, das ist es, das Bike, was ich mit Nico vor 40 Jahren, vor 30 Jahren aufgebaut habe. Das wäre auf jeden Fall ziemlich wild. Und hier sind die besagten Dunlop-Sticker, die man auf die Reifen kleben kann. Viele fragen mich immer, woher es die gibt. Ob man die kaufen kann, weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, die bekommt man freundlicherweise von den Dunlop-Jungs mitgeschickt, beziehungsweise ist es bei mir so, wenn ich einen neuen Satz Reifen bekomme. Was sagtest du mal zu mir, diesen heiß begehrt? Ich kriege immer pro Satz Reifen für jede Reifenseite einen Sticker. Das heißt insgesamt 4 Sticker. Und ich habe einmal, das sieht man hier, oben einen hingeklebt und unten einen hingeklebt. Und auf der anderen Seite gar nicht. Und Dunlop hat mich angeschrieben, hey, was benutzt du diese ganzen Sticker? Die sind voll selten, wir haben selber nicht mehr so viele davon. Das war die Story, genau. Das war die Story. Einmal drauf. Zeit richtig was her, ne? Geh mal von weit. Falls ihr euch fragt, wie man einen Dekor aufklebt, ich habe tatsächlich ein einzelnes Video dazu gemacht. In dem letzten Teil zum Schluss haben wir ja mit der Startnummerntafel angefangen. Da könnt ihr euch auch nochmal grob angucken, wie man so ein Dekor aufklebt. Vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Hier zieht sich dieser Streifen durch und der geht bei dem Teil mit der anderen Farbe jeweils weiter. Jetzt ist das natürlich immer schwierig. Man weiß vorher nicht, wie die Plastikteile aussehen. Ist der Plan gewesen, das in der Lücke zu haben? Das weiß ich nicht mehr, aber sage ich jetzt einfach so. Okay, also war das der Plan, das in der Lücke zu haben? Ja. Boah, das sieht aber schon geil aus. Also ich habe das Dekor ja vorher schon gesehen und ich hatte das ja jetzt auch ein paar Wochen, Monate bei mir rumliegen. Aber ich hatte tatsächlich nicht auf dem Plan, dass zum Beispiel vorne das schwarz wird und so. Das sieht richtig geil aus schon. Das gefällt mir auch richtig gut, dafür, dass ich da echt nicht so viel Zeit beim Design mit verbracht habe. Kannst es ja mal vergleichen, wie lange saß du an der EXE? Monate, aber das war das erste Dekor, was ich gemacht habe. Ja. Danach kam das. Ah, das hier von der Susi und die waren ja relativ im gleichen, ja genau. Ich glaube, das hier habe ich sogar noch vor dem gemacht, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, es könnte aber gut sein. Also wie lange hast du für die gebraucht? Auch nicht so lange. Aber länger als eine Stunde? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Krasse irgendwie. Bei dem Bike habe ich so verdammt wenig Zeit reingesteckt, was das Design angeht vom Dekor. Gefällt mir tatsächlich besser als von der 300er. Ach krass, okay. Weil das einfach so stimmig ist. Das stimmt. Auch die Farben so aufgegriffen, ne? Das mit der Sitzbank, da dachte ich mir so hier, den Sitzbankbezug hatten wir ja schon. Dann dachte ich mir, komm, das greift man so ein bisschen auf. Jetzt. Bisher sieht es stimmig aus. Wollen wir gleich mal schauen, wenn es fertig ist. Ich fand es echt richtig hart. Auch das hier passt richtig geil, finde ich. Da, da und hier. Mhm. Okay, schreibt mir jetzt schon mal bitte eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Design findet. Eine Sache, die ich wirklich viel zu selten sage, wo
wo ich andere YouTuber sehe, die das einfach andauernd machen. Wenn ihr das Video geil findet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen zu bekommen. Genau, Nico sagt gerade Daumen nach oben geben. Also ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit, vor allem Dekordesign, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mit einem Dekor kann man einem Bike einfach so viel Charakter vergeben, verleihen. Wenn man so etwas selber macht, dann steckt da einfach so viel Liebe mit in den Bike und das macht das Ganze einfach so persönlich. So. Ah, jetzt wollten wir es eigentlich nicht nochmal zeigen, wie man sowas klebt, das haben wir es doch gemacht. So. Ihr solltet natürlich die ganzen Plastikflächen frei von Schmutz und Fetten haben, deshalb einfach mal ein bisschen Bremsenreiniger drüber jagen. Haben wir vorher schon gemacht, größtenteils. Ja, jetzt ist hier ein bisschen Staub drauf, aber diese Dekorfolie, die hält wirklich bombenfest, also... Boah, das passt mega an der. Ja, dann drück's mal schnell hier an, wo es klebt. Bin sehr optimistisch diesmal. Du hast den Farbton schon echt pervers gut getroffen. Vom Plastik? Mhm. Das ist nämlich auch so eine Sache. Viele fragen mich ja, wie symbolisiert man oder kennzeichnet man dann beim Dekordesign Chromfolie oder so? Kann man nicht. Chrom ist ja eine eigene Folie, das ist ja keine Farbe, die den Drucker druckt. Nehmt euch da irgendeine Farbe und sagt einfach dem Typen, der euer Dekor umsetzt, alles was pink ist, soll Chrom sein. Wenn ihr keine spezielle Folie habt, dann könnt ihr natürlich schon sagen, hier der Gelbton soll das sein. So habe ich es ja auch hier gemacht. Das ist nämlich eine Schwierigkeit, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber man muss natürlich irgendwie den Gelbton vom Plastik treffen. Man weiß natürlich vorher nicht, was kommt da aus dem Drucker raus. Beziehungsweise was für ein Plastik kommt. Genau. Weißt du ja genauso wenig. Also sag ja schon, ja, das Bike kommt so geil. So, wir haben jetzt die Front komplett fertig und ich bin echt ein bisschen geflecht. Es kommt einfach so gut raus. Ich feiere es komplett. Ich blende euch jetzt einfach mal so ein paar Detail-Shots ein. Wir werden jetzt aber direkt weitermachen mit dem restlichen Bike. Es bringt ja jetzt auch nicht jedes Mal zwischen dem Kleben von einzelnen Teilen ewig lange Pausen zu machen. Deshalb sehen wir uns gleich. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt in den Bikeboard. Digga, jetzt ist das Licht ausgegangen. Wir hoffen, euch hat der Bikeboard gefallen. Falls ihr mehr von uns sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, würde uns mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.